So, ein herzliches Hallo von mir, Beyond This Maxi, und willkommen zurück beim Mother 3 German Translation Livestream für Smaxi Stream. Heute möchte ich ganz kurz erstmal mit was anderem anfangen, und zwar aufgrund des Hintergrundbildes. Da habe ich extra um Erlaubnis fragen müssen, ob ich das benutzen darf. Und zwar, dieses Hintergrundbild ist von Orioto. Ich persönlich kenne Orioto aus dem NeoGAF-Forum. Allgemein erstellt er aber auch viele Artworks, also Fanarts von berühmten oder bekannten Szenen aus berühmten oder bekannten Videospielen. In diesem Fall hier jetzt natürlich Mother 3. Ich würde es sehr toll finden, wenn ihr mal seine Facebook-Seite besuchen würdet unter facebook.com/Orioto-Posters. Da könnt ihr nicht nur Wallpapers runterladen, sondern auch Ausdrucke dieser ganzen Artworks kaufen. Damit wäre das Vorwort auf jeden Fall beendet. Nochmals herzlich willkommen zum Livestream. Wie immer erkläre ich jetzt natürlich erstmal, worum es hier geht. Ich werde wie immer live Mother 3 übersetzen und mal die ganzen viel zu vielen Fenster zu beschreiben. Hier, Moment, ich wie immer jedes Mal vergesse ich die Datei vorzuladen. So, in diesem Fenster haben wir den englischen Originaltext. Den gilt es zu übersetzen. In diesem Fenster haben wir dann meistens entweder nochmal den englischen Text oder ein freies Feld, in dem dann die deutsche Übersetzung reinkommt. In diesem kleinen Blöckchen wird der nummerierte Container oder Block, Textblock angegeben. Ich mache jetzt mal Container 9. Und hier die entsprechende Textzeile, in dem Fall logischerweise Zeile 0. Und dann schlussendlich gibt es hier unten noch eine Vorschau, wie es ungefähr in-game aussehen wird am Schluss. Das ist natürlich nur ein ungefährer Richtwert, das ist nicht 100% korrekt. Es kann auch komplett falsch sein, aber in der Regel klappt es schon. So, letztes Mal haben wir aufgehört in Schloss Osohe, in der Küche, in der Geisterküche. Und jetzt fällt mir natürlich überhaupt nicht ein, was jetzt der letzte Block war, den ich übersetzt habe, aber es werden wir schon raus. So, diese Küche war auf jeden Fall das letzte, was wir übersetzt haben, was ich übersetzt habe. Ah, okay, und das ist jetzt auch nur die der spontane Text, der auftaucht, wenn man, ich glaube, schon ein oder zwei Stunden am Stück spielt. Hier schauen wir mal ganz kurz alles. Das ist normalerweise ein optionaler Gegner, der relativ viele Erfahrungspunkte bringt für den Zeitpunkt in dem Spiel. Und dann eine Sprintbombe hinterlässt. Moment, Moment, ich glaube, den Text kann ich aber nicht. Schauen wir mal, wo der auftaucht. Gift. Wupp, wupp, wupp. Alles runter. Das Bild ist noch zu kurz. Block 635. Fängt ja schon mal super an. Direkt einfach mal Block übersetzen. Aber wenigstens nicht viel. Oh mein Gott. Und schon wieder ein Lied. So wie letztes Mal. Cool, cool, cool. Aber wenigstens ergibt es. Wenigstens muss der Text sich nicht reimen. Muss schon mal. Mit dabei ist auch immer mein tolles Englischwörterbuch. Das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber es ist auf jeden Fall relativ umfangreich. Wenn das nicht umfangreich genug ist, gibt es natürlich nur noch den Google Translator, aber ich bevorzuge eigentlich das Wörterbuch. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonst irgendwie eine Diskussion starten wollt, dann schreibt einfach in den Chat. Ich werde auf möglichst alles reagieren, auf möglichst alles auch eine Antwort haben. Passt halt bloß auf, bitte, dass ihr euch nicht irgendwie in die Haare kriegt gegenseitig. Hm.
Untertext macht allgemein keinen Sinn. Oh, halt mal, dann muss ich hier wirklich auf den Text schauen. Oh Mann, warte. Ah. 24. So. Wollte ich natürlich was machen, der... Sollte ich natürlich den Text mir am besten drüber kopieren. Was machen wir denn?
Was für ein blödes Wort, reimt sich denn auf Wandklamotten? Mann, oh Mann, jetzt stehe ich voll auf dem Schlauch. Brand auf jeden Fall. Hi Justin. Schön, dich wiederzusehen. Übrigens auch danke, dass du gestern dabei warst. Fand ich nett von dir. Auf Klammern. Holy fucking shit, Mann. Na, was ist los? Oh, reine Maschine. Scheinbar, laut einer Webseite, reimt sich auf Klammer sehr gut, ihr seid alle dumm. Aber ich glaube das nicht. Jammern. Rumjammern. Ahahaha, super, super. Vielen Dank für die ständige Unterstützung, finde ich echt nett von dir. Schon ist es besser. Freue mich natürlich auch, ob Roxas heute noch kommt. Normalerweise ist er sonst immer der Erste. Ja, das stimmt.
Boxers, gerade haben wir von dir geredet, mehr oder weniger gerade. Weil sonst du immer der Erste bist und heute nicht. Heute ist logischerweise Justin vor dir dran. Beziehungsweise Klaus Lukas Flint. Aber ich nenne ihn jetzt Justin, weil er mir auf YouTube das gesagt hat, dass er Justin-Fan ist. Mann, Mann, Mann. Ich hoffe, dass das Lied heute nicht so lang vorkommt wie letztes Mal. Letztes Mal waren es ja wirklich 1,5 bis 2 Stunden. Okay, was war jetzt Glam? Glam. Erträglich, mürrisch, mürrisch. Our Unsavory. Klaus Lukas Flint ist halt sehr schwer auszusprechen, die ganze Zeit. Nenn dich Klaus, das muss reichen. Oder du kannst dir auch einen von den drei Namen aussuchen, aber alle drei Namen nacheinander ist mir ein bisschen zu viel im Mund. Zumindest auf Dauer. Eieiei. Simmering, meine Güte, heute kommen wir mit lauter kulinarischen Begriffen hier, das gibt ja gar nicht. Köcheln heißt es wahrscheinlich, habe ich schon lieber versucht danach. Thank you.
So, Block fertig. Cool, cool. Und schon weiter. War hier nicht vergessen. So. Mit der habe ich nicht geredet. So, los, da bin ich. Die Leute habe ich, glaube ich, das mal alles übersetzt. Hey, Big Squeak. Many of the ghosts, bla bla bla. Many of the ghosts here. Okay, weiß ich. Zeit. Von Andy Emulator. Wovon redest du genau, Roxas? Ah, okay, jetzt verstehe ich den Witz. Ah, cooler Wortwitz. Warum spielst du nicht? Hast du kein Android-Handy oder Tablet? Weil dann wäre das Problem schnell geritzt. Gelöst. Wie auch immer, die Sache geritzt. Problem gelöst. So, noch ein Block fertig. Meine Güte, das geht ja heute richtig flott. Nein, ich steck fest! Blöde Maus, verpiss dich. Okay, egal. Dann. Ach, schon. Ich. So. Ach man, was ist das denn hier für eine Treppe? Das gibt's doch nicht. Hallo Kitsu, gibt's irgendwas, was du mir sagen möchtest? Irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt? Hmm.
nimmt mich gerade so mit. Na gut, war wohl wirklich nur Kitsu, der einfach mal ganz kurz sagen musste, oha, du Noob. Oh mein Gott, wie ich mich eingriffen fühle, ich glaube, ich könnte knapp heulen. Mist, wo muss ich denn hin? Rockstars, wenn es auf dem Emulator nicht funktioniert, kann es ja sein, dass das Spiel vielleicht einfach irgendeine Art Kopierschutz hat oder sowas, dass es halt einfach auf Emulatoren nicht funktionieren wird. Das ist zumindest jetzt mal das, was ich mir denke. Es kann halt trotzdem sein, dass jetzt in der englischen Version ein neuer Kopierschutz dazugekommen ist. Also, ich würde es jetzt nicht ausschließen. Denn hier durch? Was soll denn das? Achso, ich habe doch jetzt die Rope Snake Seilschlange habe ich doch jetzt. Natürlich muss ich jetzt. Was? Ich bin gerannt. Was soll denn das? Ein Spinnentier, das ist ein Flüffles. Die Mother-Serie bin ich über Earthbound gekommen und auf Earthbound bin ich über einen damaligen Freund gekommen, der einfach gesagt hat, hey, voll das tolle Spiel, spiel mal, dann habe ich es gespielt und fand es voll geil. Und dementsprechend hat er auch recht gehabt, dass es voll das geile Spiel ist. das ist meine Geschichte, wie ich zur Mother-Serie gekommen bin. Nicht besonders aufregend. Was soll denn das? Wo ist denn dieses dumme Loch, das ich normalerweise überspringen muss? Mist. Alles Zeit weg. Ja, ich wollte es mir auch schon länger runterladen, aber bin noch nicht dazu gekommen. Ich werde hauptsächlich durch MeToMo Friend Requests irgendwie überrumpelt die ganze Zeit. Einfach nicht hinterher, die alles zu akzeptieren.
Und außerdem will ich ja auch noch Content für meinen YouTube-Kanal und so weiter aufnehmen oder editieren und so weiter. Also weiß nicht, ob ich großartig dazu komme, das auch nicht mal weit spielen zu können oder so. Meine Güte, wo muss ich denn hin? Ich verstehe es nicht. Das ist übrigens, ich glaube, wirklich die einzige Stelle, in der Königin Senaka namentlich erwähnt wird. Ich glaube, es wird sonst nirgendwo im Spiel erwähnt, wie die Königin von Osori hieß. Das finde ich echt eigenartig, aber auch interessant. Das habe ich tatsächlich schon getan. Also Rope Snake zur Seilschlange übersetzt. Weil, wie gesagt, ich werde so gut es geht keine englischen Begriffe in dem Spiel lassen, außer es passt wirklich dazu. Also wie gesagt, ich bin auch noch am Überlegen, ob ich New Park City drin lasse oder auch anders benennen. Ja, so viel dazu. Ach, ein Raum, ich bin doof. Echt, ja. Mann, ich kapier's nicht. Mein Gott, ich bin zu blöd dafür. Ich muss jetzt wirklich mal schauen, warum ich das
Bild dafür bin. Okay, habe ich wohl wirklich was übersehen, was zu treffen? Daumen und Daumen ist irgendwo. Ach, da ist die Wand. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt geht's weiter. Das ist ein englischer Text. Fünfzehn Textzeilen, yep. Ich weiß nicht. Vielleicht. Kannst du mal probieren. Andererseits, wenn du damit gemeint hast, ob wir heute noch zu, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Mr. Passion, glaube ich, kommen. Keine Ahnung, es kommt darauf an, wie viel ich zu übersetzen habe. Dann freut's mich.
Ich quäl dich, solange ich muss. So oft ich muss, vor allen Dingen. Niemals. Wir haben eine totale Feindesbeziehung. Ja klar, das können wir in der Runde Street Fighter 5 oder so austesten. Ah, vielen Dank. Auch wenn es jetzt schon, wie lang? Ja, 4 Tage? 4 Tage her ist. Thank you.
Nochmals Dankeschön. Twitch-Rate, meine Güte, was ist das für komische? Burp, 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 ganz, ganz viel komische. Meinst du, in einem Stream werden mehr als 1000 Worte gesagt? Weil ich glaube, das ist eher der Fall. Klaus, es kann wohl sein, dass du ziemlich auf Klassik stehst, oder? Ich meine, nicht, dass das jetzt was Schlechtes wäre, ganz im Gegenteil, ich stehe auch auf klassische Musik. Solltest du vielleicht mal ein bisschen Beethoven und Mozart reinziehen, weil das nämlich wirklich ziemlich gut klingt. Und das übrigens auch in dem Lied hier enthalten ist. Ich glaube, da ist eine Menge Beethoven und Mozart drin. Und Bach und so weiter.
Kann ich aber auch verstehen. Also es gibt viel Musik, aktuelle Musik, die ich jetzt auch nicht besonders klasse finde. Das ist allerdings natürlich auch nur einfach meine persönliche Meinung. Ich kann halt mit aktueller Popmusik und so weiter nichts anfangen, weil die so gleich sich immer anhört. Immer dasselbe irgendwie. Das ist halt so einfach so ein, ich sag mal, dieses Erfolgsschema. Wenn's irgendwie Geld macht, dann wird's so häufig eingesetzt, dieses Schema. Und ach, kann ich halt nicht ab. Ich will hier nur ganz kurz ankündigen, in etwas weniger als eine Stunde mache ich kurz 5 bis 10 Minuten Pause. Ich habe dann eBay-Ding am Laufen, eBay-Auktion am Laufen, die ich gerne gewinnen möchte. Und da möchte ich mich dann kurz die letzten 5 Minuten von der Auktion kurz drauf konzentrieren. Aber danach geht dann der Stream direkt weiter auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall so lange Musik laufen lassen. Sage ich dir, wenn ich es erobert habe, weil ich möchte nicht, dass mir das irgendjemand weggreift. Und noch dazu, hallo Lip Taylor. Klaus, das Letzte, was ich auf eBay tun würde, wäre meine Earthbound-Cartridge verkaufen. Außer ich brauche wirklich, wirklich, wirklich Geld. Weil meine Earthbound-Cartridge ist mir eine meiner wertvollsten Schätze in meiner Spielesammlung. Wenn ich das verkaufe, dann ist echt die Welt am Untergehen. So, jetzt bloß aufpassen, dass ich nicht das Wort episch falsch benutze. Wo ist mein Duden? Wahrscheinlich epochal sein. Epochal. Sehr bedeutend, ganz genau. Und schon lernt ihr übrigens Grammatik. Das Wort episch heißt nicht das, was ihr denkt, bedeutet nicht das, was ihr denkt, dass es bedeutet. Das Wort episch heißt nur, es bezieht sich auf ein Epos. Das Wort, was ihr normalerweise sucht, ist epochal. Epochal ist die korrekte Übersetzung für Epic. Nur damit ihr es wisst. Lip Taylor, ist es jetzt. Ich finde es jetzt ist noch nicht so das große Problem, dass ich nicht so viel Aufmerksamkeit bekomme. Ich bin jetzt kein aufmerksamkeitsgeiles Miststück. Wenn der Patch dann fertig ist, dann wird er auf jeden Fall die Aufmerksamkeit bekommen, die er auch verdient, bin ich mir ziemlich sicher. Und ich möchte ja nicht gefeiert werden tatsächlich. Ich möchte auch einfach nur, dass die Leute das Spiel auf Deutsch spielen können, schlicht und ergreifend. Ich möchte dafür gar keinen was auch immer haben, einfach nur
Hier, bitteschön, da habt ihr. Mir hat es Spaß gemacht, es zu übersetzen und macht es gerade auch wirklich. Ich hoffe, euch gefällt's. Du meinst dein epochales Weltbild, oder? Ich würde gerne Spiele online streamen, aber das hält meine Internetleitung leider nicht aus.
Ich habe es mal mit Smash Brothers versucht und es hat überhaupt nicht geklappt. Da hat es im Spiel dann Lags pur gegeben und auch das Spiel mal die ganze Zeit rumgestottert. Also, ich würde gern, aber es klappt leider nicht. Nicht bevor ich nicht eventuell besseres Internet habe. Für besseres Internet brauche ich mehr Geld. Und für mehr Geld brauche ich entweder einen Job oder Leute, die mir das einfach finanzieren. Wie gesagt, online live streamen kann ich leider nicht. Ich kann es gerne aufnehmen und dann später auf meinen YouTube-Kanal stellen. Das wäre weniger das Problem. Aber ich kann nicht gleichzeitig online spielen und online streamen. Das geht nicht. Meine Güte, gibt es irgendwelche Synonyme für Kampf? Match. Duell. Duell ist doch ein schönes Wort. Was für ein Düll. Ja, okay, dann, also ich stelle es jedem hier frei. Ihr könnt mich auf der Wii U gerne adden. Meine Nintendo ID ist Björn_the_smaxi. Also so wie mein Name hier mit OE geschrieben und so weiter, aber halt mit Unterstrichen. Und ich trigger dann eure Freundschaftsanfrage. Also von daher, wenn euer Name offensichtlich genug ist oder ihr irgendwie einen Kommentar dazu hinterlasst, von wegen, ich bin der und der aus dem Chat beim Twitch oder so, dann weiß ich auf jeden Fall, wie ihr seid. Dann können wir gerne mal Mario Kart oder Smash Online zocken, gar kein Problem. Und da ich ja auch sowieso meine Smaxi Smash Serie habe, in der ich ja allgemein Prügelspiele eigentlich vorzeigen will, würde sich ein Smash Bros. Match auf jeden Fall lohnen. Sehr gut sogar, wenn es irgendwie gehen würde, ich würde sogar mit euch skypen dabei. Wäre auch gar kein Problem für mich, weil dann je mehr Kommentar ich da habe, desto besser. Also quasi wie du auch auf YouTube heißt. David X ist mir dann auf jeden Fall bekannt. Thank you.
So, noch ein Block geschafft. So, meine Güte, in dem einen Ding ist aber ganz schön viel Text drin. Hier. Ah, da. Weiter. Schenke, Geschenke. Außer mein Arm. So wollte ich das. So, und hier gibt es natürlich ein Problem. Wenn ich den jetzt alleine besiege, dann spricht er mich natürlich am Ende immer noch an, von wegen ihr seid relativ stark. Und das geht nicht. Da haben wir mit Neues. Speicherfrosch. Hallo Ridley's Cry. Picked up a pendant. So, jetzt soll ich den Block suchen und diese eine Zeile finden. Picked up a panda. 638. Einzige Zeile in diesem Block. Vielen Dank, vielen Dank. Was für Angsthasen! Okay.
alles richtig gewachsen. Ja, und was ist deine Altersklasse? Ein Pseudo-Durchgang. Okay, dann danke, dass du mich so jung einschätzt. aber ich höre das von vielen Leuten, dass sie mich wesentlich jünger einschätzen, als ich bin. Seit neuestem sage ich halt auch gerne den Spruch, älter werden ist Pflicht, aber erwachsen werden ist optional. Und das stimmt eigentlich auch so. Ich persönlich, ich fühle mich kein bisschen wie 30, ich fühle mich vielleicht wie 20 oder so. Und es ist halt, ich finde, das ist das Wichtige. Beim Älterwerden soll es jetzt nicht drauf ankommen, was für eine Zahl du quasi in deinem Personalausweis stehen hast, sondern wie du dich gibst, wie du dich verhältst, wie du gern sein willst. Ich glaube, wir leben einfach in so einer Gesellschaft heutzutage, dass man sich gerne so geben darf, wie man sich fühlt und nicht so, wie man alt ist, sozusagen. Das muss ich ganz kurz sehen. Hier ist. Weil 642. Shaking. Meine Güte, das kann doch jetzt nicht schütteln oder zittern heißen. Das kann doch was anderes heißen. Was sind wir denn hier? Mensch, Mensch, Mensch. Shake. Schütteln, erschüttern, durchschütteln, erschüttern, ins Wanken bringen, erschüttern. Drohen, losmachen, sich die Hand geben, jemandem die Hand geben, wackeln. Wackeln, wackeln. Stark. Da. Gewaltig. Oh, jetzt soll ich nachgucken, wie ich Mr. Passion übersetzt habe. Den Namen habe ich definitiv übersetzt. Enemy Names. Herr Leidenschaft. Herr Leidenschaft. Weil sind es das Second Movement? Nein. Mein musikalisches Vokabular lässt mich im Stich. Movement.
Satz. Satz. Meiner nicht. Mein Favorite Boss ist... Gott, weiß ich jetzt gerade nicht mal. Könnte ich nicht mal sagen. Ich habe, glaube ich, gar keinen Favorite Boss. Alles gefällt mir an dem Spiel. Alles. Cool, jetzt werde ich endlich mal rausfinden, was Marble heißt. Das weiß ich nämlich gar nicht. Marble. Staunen. Oh, ich glaube, der Zombie-Pilz ist da auch ziemlich gut. Mir gefällt sowieso allgemein die ganze Szene auf Tane Tane Island, einfach weil, meine Güte, das geht so krass ab. Ich bin selber einer, ich habe noch nie Drogen genommen, ich war noch nie high, ich war noch nicht mal betrunken in meinen 30 Jahren. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, irgendwie in so einem Zustand zu sein. Außer wenn man vielleicht ziemlich müde ist und ich bin oft ziemlich müde. Aber Tane Tane Island ist für mich einfach richtig, richtig schön abgefuckt. Richtig toll. Gefällt mir richtig. Und dann halt der Zombie-Pilz ist richtig... Oh ja, genau. Natural Killer Cyborg. Die Musik ist das Beste. Das ist das beste Battle-Theme. To your heart's content. Oh mein Gott. So viele dumme Sprüche, die... für die ich keine direkte Übersetzung habe. Translate Google.de. Lad, lad. So. Nach Herzenslust. Natürlich. Wo macht das Sinn? So ist es richtig, Klaus. Ich glaube, in Deutschland ist es viel weniger das Problem als jetzt in Amerika. Amerika sieht, glaube ich, sowas viel sensibler als Deutschland. Wobei ich jetzt sogar in Spielen, ja. Also es ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass Mother 3 irgendetwas in sich hat, das dazu führen könnte, dass es niemals in den Westen kommt. Die Inhalte, entweder lassen sie sich gut umschreiben, oder es wird einfach so akzeptiert, wie es ist. Guck dir doch Yoshi's Island an. Da gibt es doch auch den berühmten Touch Fuzzy Get Dizzy Level, in dem Yoshi einfach so ein paar Pollen berührt und dann volle Kanne High durch den Level stampft. Das, in dem Spiel ist es... Ich weiß gar nicht, ich muss gerade mal nachschauen, wie der deutsche Name von dem Level ist. Touch Fuzzy Get Dizzy auf Deutsch. Weil ich glaube, auf Deutsch ist der ziemlich offensichtlich, der Name auf Drogenkonsum zurückzuführen. Und so... Genau, auf Deutsch heißt der Level lustiges Sporendrama. Das ist total... Also die haben da definitiv kein Blatt vor den Mund genommen. Dementsprechend in Deutschland habe ich wirklich weniger die Ansicht, dass es da ein Problem sein könnte, als jetzt in anderen Ländern oder hauptsächlich mal in Amerika. Weil Amerika halt sehr
Oh mein Gott, was das mit den Kindern drauf ist. Obwohl die selber eigentlich total bescheuert sind. Gewalt ohne Ende, aber nee, keine Nippel und so ein Scheißdreck. Werde ich dann auf jeden Fall tun, ja. Ich muss erstmal selber überhaupt nachforschen, wie ich den Patch dann an sich erstelle, weil da habe ich leider auch noch keine Ahnung von. Bisher ist es bei mir nur so, dass ich den Text direkt ins ROM einpflege, ohne irgendein spezielles Programm. Aber einen richtigen Patch draus zu machen, das muss ich mir dann auf jeden Fall die Informationen noch einholen. Weil, wie gesagt, da weiß ich gerade nicht viel Bescheid. Oh, meine Güte. Wie das nervt. Verzeihung.
Deutschland kommt. Ich habe gehustet. Aber was passiert? Wenn es in meinem Hals Reize gibt, dann kann ich auch manchmal husten. Ich bin ein Mensch, keine Maschine. Bip-bup. So, was ist jetzt eine korrekte Zeichnung für Law? Ich mach's mir total piss einfach. Ich nenne ihn einfach Graf Leidenschaft. So. Illusion schreibt man so. Nicht, dass ich dir das jetzt irgendwie übel nehme. Aber ich merk's die ganze Zeit, dass du es falsch schreibst. Es ist bei der Musik vor allem total schwer, den Takt zu behalten. Ich habe das mal gemacht, als ich das erste Mal Mother 3 durchgespielt habe auf meinem DS über eine Flashcard. Da geht's ja perfekt mit dem Taktesystem und so. Und den Takt bei dieser Musik zu halten, ist sowas von schwer. Besides that, it's fading, slack, smelling, dodgeable. Ich weiß jetzt leider gerade die Melodien von den Songs nicht auswendig. Blendig. Prachtvoll. Prachtvoll.
Meine Güte, was ist denn heute los? Bin ich krank oder was? So, Block fertig. Uppala. Sich Kabel. Machen wir es mal in die Arbeit, den hier mit zwei oder drei Schlägen zu kaputt zu machen, zu machen. Zwei Schläge. Der Boss ist schon um. Oh, da fällt mir gerade ein. Genau. Kennt ihr dieses Menü schon? Haha, das kennt ihr möglicherweise nicht. Es gibt hier ein verstecktes Memo-Menü. Das haben die englische Übersetzer eingebaut. Das hat eigentlich gar keine Funktion im eigentlichen Spiel. Die haben nur irgendwann entdeckt, hey, da ist ein Menü, das wird nicht benutzt. Und haben dann gedacht, okay, wir bauen eine geheime Tastenkombination ein, damit man das wieder aufrufen kann. Die geheime Tastenkombination ist einfach nur L und R gedrückt halten, während man den Statusbildschirm aufrufen möchte. Mir ist es gerade eingefallen, weil wieder dieser Satz kam, es ist etwas Warmes in deinem Herzen erwacht oder irgend sowas. Und das ist nämlich von einem alten Statuswert, der keine Bedeutung mehr hat in der endgültigen Version vom Spiel. Und hier sind laute Informationen über die verschiedenen Sachen normalerweise zu sehen. Hier jetzt noch nicht, weil ich diese ganzen Informationen noch nicht übersetzt habe. Aber normalerweise stehen da ziemlich interessante Sachen drin. Jo, hier ist schon mal was. Sehr gut, dass wenigstens etwas auftaucht. Mehr Rückrufmitglieder anwesend, bla bla bla. Eben. Das sind Sachen, die muss ich auf jeden Fall noch übersetzen. Hey, wir kommen endlich mal ein bisschen weiter mit der Story. Wut, wut. So, Gott, shit. Mist. Okay, machen wir kurz was anderes. Düb. A very delicately crafted vase. Okay. Okay, ist schon.
Ja, cool. Schön, wenn sich Blöcke von selbst übersetzen. So, eine Abkürzung. Na? Und es ist Tag. Also bis um 18 Uhr geht er auf jeden Fall und alles drüber raus muss ich schauen. Ah, scheinbar gibt es hier irgendwo was zum Cheaten. Warum ist das besetzt? Naja, gut. Halt mal, aber der hat doch gerade was. Moment. Ah, das ändert die komplette Map. Okay, ich verstehe. Na gut. Schon, ob wir heute noch bis zum dritten Kapitel kommen. Das wäre schon sehr cool. Thank you.
Ja, das dritte Kapitel ist mit Salsa. Oh, zu viel Text, zu viel Text. Diese delikate, tiefgründige Blabla. 1, 1, 1. Oh, wie konnte ich das nur vergessen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin zutiefst gepeinigt. Überschnell speichern. Oh, ich werde jetzt mal für 5 Minuten Pause machen, weil das eBay-Ding hier langsam zu Ende geht. Also von daher, wenn ihr mich reden hört, dann ist irgendwas schief gelaufen. Ich lasse die Musik einfach mal so lang laufen. Beziehungsweise ich mache den Soundtest wieder an. Wie gesagt, 5 Minuten circa, vielleicht ein bisschen weniger, dann bin ich auf jeden Fall wieder da. Bis nachher. Oh, und während ich hier warte, werde ich nochmal ganz kurz den Spruch hier aufsagen. Das Hintergrundbild wurde mir freundlicherweise erlaubt, benutzt zu werden von Orioto. Orioto kenne ich persönlich aus dem NeoGAF. Er ist ein... eigentlich schon ein Künstler, macht viele Fanarts von berühmten Szenen aus Videospielen und hat... eine Webseite auf Facebook, facebook.com/oriotoposters. Wenn ihr also schöne Wallpapers braucht oder schöne Poster haben wollt, dann geht auf die Seite, da könnt ihr den wahrscheinlich auch bestellen. Ich wurde gezwungen, das zu sagen. Na, damit ihr Bescheid wisst, ich mache das nur teilweise freiwillig und ich werde nicht dafür bezahlt. Thank you.
Okay, ich bin zurück. Erfolgreich, möchte ich dazu sagen. Also ich hab's bekommen. Und für die Leute, die interessiert sind, was ich denn auf eBay ersteigert habe, ich habe mir ein Alesis DM5 Drummodul ersteigert, um mein Elektroschlagzeug, das ich eigentlich für Rockband gekauft habe, in ein richtiges Elektroschlagzeug umzuwandeln. Und falls sich jemand fragt, welches ich habe, das ist der Iron Drum Rocker. Dieses ultra brutal teure Schlagzeug, das ja halt wie gesagt auch als E-Drum funktioniert. Und da habe ich jetzt schon die ganze Zeit nach Ausschau gehalten, damit ich auch richtig gut Schlagzeug anfangen kann. So, machen wir weiter mit Übersetzen und Stuff. Weiter geht's. Blablabla. So, dankeschön. So, jetzt waren wir 10 Minuten aus Schloss Osohe draußen und jetzt dürfen wir sofort wieder ins Schloss Osohe rein. Und dann treffen wir wahrscheinlich auch Kumatora. Guck mal, da ist Isaac. Blabla. So. Der Englisch. Ich sehe das nicht als Hitlergruß. Für mich sieht es eher so aus, als ob die einfach nur ihre Faust senkrecht nach oben halten und nicht ihre flache Hand. Klaus, du hast nichts verpasst, außer dass ich die Auktion auf eBay gewonnen habe. Das in die Patsche fallen? Piraten. Ich habe ein Elektroschlagzeug, das eigentlich in erster Linie dafür gedacht ist, dass man das mit Rockband zusammen benutzt, also mit dem Spiel Rockband. Das ist der Iron Drum Rocker, nennt sich das. Und man kann das in ein normales Elektroschlagzeug umwandeln, wenn man ein spezielles Drummodul dafür hat. Und das habe ich jetzt auf eBay ersteigert. Kostet normalerweise, ich glaube, 150 bis 250 Euro. Habe es jetzt für ein bisschen mehr als 50 Euro bekommen.
Jetzt muss ich gerade mal schauen, schreibt man Schloss jetzt eigentlich mit ß oder mit 2s? Weil das wird mich jetzt gerade. Normalerweise schreibt man alles, was einen kurzen Vokal hat, mit 2s. Vielleicht ist auch beides richtig. Merkel, Schlummerrolle, Schuppenantenne, Schluchzen, schlitzförmig, Schlitzohr, Schloss. Schloss. Mit Doppel-Se. Okay. Oh, ich habe schon einiges auf eBay ersteigert. Earthbound habe ich auch auf eBay ersteigert damals. Und mit damals meine ich damals, als man es sich noch hat leisten können. Das habe ich für $30 ersteigert oder vielleicht $40 ersteigert. Und heute würde ich 10-fache dafür zahlen. Ist welcher Raum Slow-Mo? Hä? Ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst. Achso, nee, der Slow-Mode sollte eigentlich ab... Der ist aus. Also du solltest normalerweise schnell genug nacheinander chatten, schreiben können. Aber pass halt auf, Twitch hat die Möglichkeit, dich automatisch aus dem Chatroom zu bannen. Weiß nicht, ob ich was dagegen tun kann, wenn du halt zu viel und zu schnell nacheinander chattest. Ja, er ist manchmal Slow-Mode, weil ich vergesse, das Ding abzustellen. Aus irgendeinem Grund stellt sich das irgendwann wieder von alleine ein. Aber ich habe heute dran gedacht, das Ding abzustellen. Sonst könntest du auch nicht so schnell nacheinander schreiben. Es müsste immer eine Minute oder so vergehen, bevor du nochmal schreiben könntest. Wie gesagt, original Earthbound Super Nintendo Cartridge so zwischen, also je nach Zustand zwischen 100 bis 350 Euro. Also nicht wenig, definitiv nicht wenig.
Kommt auch drauf an, was alles dabei ist. Ist das Label noch lesbar? Ist es kaputt oder nicht? Ist die Cartridge irgendwie bekritzelt oder nicht? Sieht's aus wie neu? Hast du die Anleitung? Hast du den Spieleberater, der dabei war? Hast du die Verpackung? Je kompletter es ist, desto mehr ist es wert. Wenn du es komplett hast mit Anleitung, Spieleberater, Cartridge, Verpackung und so weiter, dann kriegst du sicher auch 1.000 dafür. Aus unnötigen Gründen, muss man dazu sagen. Weil Earthbound ist wirklich eins der Spiele, die ungerechtfertigt teuer sind. Der Preis wurde einfach nur sowas von in die Höhe getrieben, künstlich in die Höhe getrieben. Normalerweise ist es eigentlich gar nicht so viel wert, weil das Spiel gibt es einfach wirklich häufig. Du findest wirklich, wirklich viele Einträge auf eBay, besonders im amerikanischen eBay für das Spiel. Dass ich gar nicht verstehen kann, warum das Zeug zwischen 100 und 200 Dollar irgendwie weggeht für eine normale Cartridge. Normalerweise dürfte das nicht sein. Weil wenn du jetzt sowas siehst wie, keine Ahnung, Mario World, das gibt es natürlich auch häufig, aber da zahlst du auch nur 5 Euro für. 65 Euro ist ein ziemlich guter Preis für Earthbound. Ein wirklich guter Preis. Keine Sorge, die Motorengeräusche hören bald auf. Hoffe ich. Ja, kenne ich. Ich kenne auch den Trubel, den es da drumherum gab, und zwar, es ist ja eigentlich eine Emulator-Konsole. Und für ein paar der Emulatoren auf der Konsole haben die haben effektiv keine Crates gegeben, die haben auch da ist auf jeden Fall was schief gelaufen, schlicht und ergreifend. Ich hätte zwar trotzdem gerne einen Retron 5, aber... Naja, ich habe einen Super Nintendo, ich habe auch einen Mega Drive, ich habe die ganzen Konsolen, die da drauf emuliert werden. Von daher ist es mir jetzt nicht so viel wert. Der einzige Vorteil wäre halt, dass es auf meinem HD-Fernseher gut aussehen will. Okay, ciao Ridley.
Weiß ich nicht. Schauen wir doch mal nach. Nein? Obwohl, ja doch, wenn Ridley jetzt weg ist, dann wahrscheinlich ja. Zumindest mal als von den registrierten Leuten bist du als Einzige da. Ich habe jetzt leider gerade keine Einsicht, wie viele Leute insgesamt zuschauen. Meine Güte, wie schön man sich hier jetzt gerade im Text beschimpfen kann. Ich feiere Ostern nicht. Ich feiere eigentlich fast gar keine besonderen Tage mehr. Auch meinen Geburtstag feiere ich jetzt nicht so wirklich groß. Ich lade ein paar Freunde ein und habe natürlich Spaß mit denen, aber ich bin tatsächlich jetzt keiner, der jetzt noch großartig Spaß daran hat, irgendwelche Tage großartig zu feiern. Ich finde es eher schöner, wenn man einfach mit der Familie oder mit Freunden zusammen sein kann, als dass man, ja, als dass man großartig was feiert. Oh, verzeihung. Jetzt wahrscheinlich wieder Englisch werden, wir hoffen. Wenn's denn stimmt. Ich finde es immer toll, wenn wenigstens einer im Chat ist. Ich finde es halt nett, wenn ich mit Leuten reden kann, während ich hier was mache. Weil wenn ich jetzt einfach nur streamen würde, dann würde ich keinen Sinn dahinter sehen. Also ich meine, wenn ich nur streamen würde und keiner schaut dabei zu. Weil dann brauche ich keinen Livestream machen, dann mache ich eine Aufnahme. Ach, das hat doch mit Quälen jetzt überhaupt nichts zu tun, sage ich doch nur zum Spaß. Meine Güte, heute bin ich wirklich viel am Husten und Niesen. Wie kommt das?
Ja, was ist denn jetzt los? 628. Dankeschön. Was ist jetzt gerade? Mir hat irgendwas Lärm gemacht. Naja. Oh, das Ultimate Chimera ist halt... Ich finde es tatsächlich nicht so cool. Das Design ist klasse, aber es gibt keinen Kampf gegen die Ultimate Chimera, den man gewinnen kann. Und dementsprechend ist das Ding verhältnismäßig nutzlos. Es hat nicht mal wirklich einen storyträchtigen Hintergrund. Es ist einfach nur... Ja, Porky hat halt ein Ding gemacht aus allem Möglichen drum und dran. Und das besiegt halt jeden und ist total tödlich. Ja, alles, was es wirklich hat, ist, es steht halt natürlich dafür, von wegen, was passiert, wenn man zu viel Experimente mit irgendwas macht. Aber so im Spiel hat es nicht wirklich großartig einen Sinn, meiner Meinung nach.
Und für was denn? Weil ich den Stream mache, weil ich das Spiel übersetze, ist doch eigentlich selbstverständlich irgendwie. So, warte. Hat natürlich in erster Linie jetzt was mit meinem Nickname zu tun, Björn the Smexy, und das ist eigentlich nur aus einem Schreibfehler von einem Freund damals entstanden. Weil er versehentlich aus irgendeinem Grund und irgendwie ein M in Sexy mit reingebracht hat. Und da habe ich mir gedacht, okay, das klaue ich mir. Und Smexy Stream ist dann daraus entstanden, weil ich es immer toll finde, wenn... Google mal den Begriff Alliteration. Also, beziehungsweise, nee, ich kann es auch genauso sagen, Alliterationen sind aufeinanderfolgende Wörter, die mit demselben Buchstaben beginnen. Und ich mag Alliterationen. Da kann ich wahrscheinlich Banjo-Kazooie so verdanken. Und deswegen Smexy Stream. Und auch Smexy Smash. Und wenn ich irgendwann mal ein Musiklabel oder so eröffne, dann heißt es wahrscheinlich Smexy Sound.
Gestern warst du Engländer? Mir hat der Stream gestern auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht. Hauptsächlich deswegen, habe ich zwar auch schon im Stream erwähnt, aber mir hat es auch deswegen Spaß gemacht, weil ich habe die Sprachausgabe von Loom halt selbst noch nie gehört oder erlebt. Und auch die allgemeine 256-Farben-Version habe ich auch noch nie gespielt. War also gestern mein erstes Mal damit. Ich habe sonst immer nur die 16-Farben-Version gespielt und die hat keine Sprachausgabe. Aber mir ist aufgefallen, dass die 256-Farben-Version viele fehlende Animationen hat. Es gab in der 16-Farben-Version eine richtig schöne Animation, die ganz am Ende auftritt, wenn der Webstuhl auseinandergerissen wird. Dann sieht man das so richtig nochmal von aus der Ferne, wie sich da ein riesiges Loch aufreißt. Aber das sieht man in der 256-Farben-Version leider nicht und das fand ich ziemlich schade. Weil das nimmt dann halt an dem Ende ein bisschen Atmosphäre weg. Wie viele Sprachen sprichst du noch? Weil ich spreche nichts außer Deutsch und Englisch. Gut, jetzt fehlt mir wirklich. Was?
Fancy. So. Rent. Das ist schon mal so. Meine Güte, das ist jetzt wirklich ein langer Text. Ist ja auch ein Gegner. Oder beziehungsweise es kann ein Gegner sein. Es ist nicht immer einer. Aber ich glaube, das Bild gibt es tatsächlich auch schon in Earthbound. Als Gegner. Dann konfrontiere es. Dann musst du dich dieser Angst stellen. Anders wirst du das Gemälde nie oder deine Albträume nie besiegen.
Dann besiegst, bevor es dich absticht. Soundkämpfe ein Messer. Mit einem Messer geht alles besser. Weiter geht's. Stimmt, ich kann mich jetzt leider nicht um deine Probleme kümmern. Wenn ein Bild ein Messer in der Hand hat, dann solltest du schauen, dass du irgendwas dagegen tust. Aber ich kann leider nichts dagegen. A torn up painting, blabli blue.
kaputt gemacht. Nein, eigentlich mit V statt mit F. Wie gesagt, du hast mir, also bis um 18 Uhr auf jeden Fall und alles drüber hinaus werde ich mal schauen. Bis um 9:45 definitiv nicht, weil das wären dann
über 7 Stunden streamen. Das muss echt nicht sein. Ich habe auch noch ein anderes Leben. Ritterrüstung. Erstes Videospiel. Weiß ich wahrscheinlich den Namen nicht mehr. Es war auf jeden Fall auf keiner Konsole. Wir hatten damals einen Computer, den Schneider CPC, der effektiv ein Amstrad CPC war. Also das war einfach einer der ersten Heimcomputer sozusagen, oder zumindest mal einer der ersten Heimcomputer, die man sich hat leisten können. Und da war es irgendein Spiel. Ich glaube, es war Elevator Action. Bin mir aber nicht sicher. Könnte auch ein anderes gewesen sein. Ich habe eine Menge Spiele auf dem Ding gespielt. The Boacher zum Beispiel. Oder, wie gesagt, Elevator Action. Legend of Kage. Oder Cage. Weiß ich gar nicht, wie man es genau ausspricht. Und noch vieles mehr. Yi-Yi-R Kung Fu, das schreibt man so. Einen Moment. Yi-Yi-R Kung Fu. Hatte ich da auch für den Computer. War aber definitiv nicht mein erstes Spiel, aber es war ein gutes Spiel auf jeden Fall. Weiß ich.
noch einen Block fertig. Ah, 5 Millionen Geister. Oh, das habe ich nicht gelesen. Denk mal, nach dem Textblock werde ich auch den Stream beenden. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Bitteschön.
Ja, der dürfte zurzeit gelb sein. Ja klar, mach ruhig. Schreib halt irgendwie einen Kommentar dazu oder sowas, falls es geht, damit ich weiß, wer mir deine Freundschaftsanfrage stellt. Thank you.
Ich sehe gerade, dass mein Stream in die Hose geht. Ja, den Virtual Boy kenne ich, aber ich habe ihn nicht. Ich habe ihn auch vor allen Dingen deswegen nicht, weil es gibt exakt ein einziges Spiel auf dem Virtual Boy, das ich gerne spielen würde. Es ist Virtual Boy Wario Land. Und so wichtig ist es mir dann allerdings auch wieder nicht. Zumal das Ding eigentlich ziemliche Kopfschmerzen bereiten soll, scheinbar. Keinen anderen Geist. So hungry, sagt er, nicht hungry. Nicht so hungry. Es gibt schon ein paar Übersetzungen von Mario 3. Ich glaube Spanisch und Portugiesisch und ich glaube auch eine französische Übersetzung bisher. Und möglicherweise eine italienische, aber mehr weiß ich leider gerade auch nicht.
Ja, kann ich machen. Moment. Ich denke mal, es wird jetzt sowieso nicht mehr viel im Schloss passieren, weil ich jetzt nur noch den Textblock übersetzen werde und dann werde ich den Stream beenden.
Weiß ich jetzt gerade nicht, ob das unter dem Turm ist. So, hört man wieder was? Sieht man wieder was? Hoffe, dass man das tut. Super. Ich meine, es ist sowieso nicht mehr lang. Ich hoffe nur, dass die Aufnahme gespeichert wurde. Na, das muss ich nachher schauen. Sonst muss ich das alles von Twitch runterladen. Dann ist die Qualität richtig am Arsch. Back. Ganz kurz. Okay, ich bin wieder da. Also wenn ich mich so genannt hätte, dann, das klingt extrem nach Eigenlob. Und ich lobe mich selbst nicht wirklich gern. Außer wenn ich merke, dass ich was wirklich gut gemacht habe.
Finde ich nett, dass du das sagst, aber das macht mich nicht zum Besten. Das ist einfach nur. Ich finde es nett, dass du so denkst, aber ich muss einfach sagen, ich persönlich denke nicht so über mich. Der Tomato übersetzt ja auch nicht auf Deutsch. Er hat es ja auf Englisch übersetzt. So, Block übersetzt. Noch schnell speichern. Werde ich tun. Aber jetzt erstmal, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Danke, dass du bis zum Schluss dabei warst, Klaus. Und, wenn ihr das, die Leute, die das jetzt auf YouTube sehen, mich würde es total freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonnieren würdet. Ich habe tatsächlich auch vor, aus dem YouTube-Kanal mehr zu machen, als es jetzt gerade ist. Und von daher folgt mir auch gerne auf Facebook oder Twitter. Ihr seht die Adressen hier auf dem Bildschirm. Und es würde mich total freuen, wenn ihr dann am Freitag wieder reinschalten würdet. Ich weiß noch nicht, was ich am Freitag spielen werde. Wird sich aber zeigen. Es wird auf Englisch sein am Freitag. Wie immer, also freitags wird immer Englisch sein. Und halt, Moment, stimmt gar nicht. Haha. Diesen Freitag, also jetzt der kommende Freitag und auch der kommende Samstag, wird es keinen Stream geben. Weil ich da meine Geburtstagsfeier habe. Erst in 2 Wochen dann wieder. Von daher, ich werde auf jeden Fall rechtzeitig auf meiner Facebook-Seite und auch in meinem Twitter-Account Bescheid geben, was ich wann spielen werde. Was ich freitags spielen werde, werde ich auf meiner Facebook-Seite fürs Maxi-Stream bekannt geben. Samstags ist natürlich wie immer Mother 3 Tag. Und ja, ich glaube, bevor ich mich jetzt hier noch irgendwie verquassel, mache ich langsam mal Schluss. Danke an alle, die zugeschaut haben. Danke an Orioto, dass er mir erlaubt hat, das Hintergrundbild benutzen zu dürfen. Ohne irgendwelche Zusatzkosten. Und besucht auch gerne Oriotos Facebook-Seite. Von daher, bis dann, bis in 2 Wochen. Habt Spaß und tschüss.